Schatz, bist du schon zu Hause? Oh, hallo, ja. Oh, warte, ich nehme dir die Tüten ab. Oh ja, danke. Oh, die sind aber schwer. Das war nicht einfach, diese Tüten nach Hause zu tragen. Das nächste Mal nehme ich dich zum Einkaufen mit. Ja, das ist kein Problem. Wir gucken mal, was du eingekauft hast. Okay. Ich habe ziemlich viel eingekauft. Snacks, Lebensmittel für das Abendessen, Obst und Getränke. Sehr gut. Oh, Zoe, da hast du aber sehr viel eingekauft. Ja. Lass uns mal sehen, was du gekauft hast. Milch. Sehr lecker. Und, oh, dazu hast du Brot gekauft. Ja, Milch und Brot ist für das Abendessen. Sehr lecker. Oder zum Frühstück. Ja. Und Chips. Ein Tick Chips. Ein Tick Chips. Sehr lecker. Und dazu hast du Schokolade gekauft. Sehr lecker. Schokolade und getrocknetes Fleisch. Ah ja, hier, ja, getrocknetes Fleisch. Das können wir dann mit Bier und Pepsi so beim Fernsehen dann essen. Sehr lecker. Ich freue mich schon sehr auf unseren Fernsehabend. Was hast du noch gekauft? Oh, Kekse. Ja, wir mögen beide Kekse. Ich weiß, ich liebe Kekse. Ich habe auch Rindfleisch und Kartoffeln für das Abendessen gekauft. Sehr lecker. Ich kann dir helfen beim Kochen später, okay? Ja, du musst mir helfen. Oh, hier ist ja noch eine Kartoffel. Also hast du zwei Kartoffeln gekauft, ja? Ja. Und ein Apfel. Apfel, Orangen. Und Trauben. Und Trauben, ja. Ich habe Obst gekauft, das wir beide mögen. Sehr gut, und es ist auch sehr gesund. Ja. Okay, lass uns in die Küche gehen und kochen. Okay. Ciao, Kakwa. Mein Name ist Sascha und ich bin Deutschlehrer bei AVT. Xin chào các bạn. Đây là thầy Sascha. Thầy đang dạy ở công ty AVT. Ja. Und wir werden jetzt nochmal den Wortschatz aus dem Film wiederholen. Và bây giờ chúng mình sẽ học lại từ vựng ở trong video. Seid ihr bereit? Die Chips. Bim bim. Die Kekse. Bánh quy. Die Kartoffel. Khoai tây. Der Apfel. Quả táo. Das Fleisch. Thịt bò. Die Orange. Quả cam. Das Bier. Bier. Das Getränk. Nước ngọt. Das Brot. Bánh mì. Die Schokolade. Kẹo Schokolade. Die Milch. Sữa. Die Trauben. Nho. Und zum Schluss das Trockenfleisch. Thịt bò khô. Ja, dann habt ihr heute ein bisschen was übers Einkaufen gelernt und dazu habt ihr auch ein paar neue Wörter gelernt. Ich hoffe, euch hat das Video heute sehr gefallen. Falls ihr weitere Filme sehen wollt, drückt auf den Follow-Button. Und falls ihr neue Vorschläge habt für das nächste Video, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Tschüss! Danke.